Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir sehen uns erstmal die Post an. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Erstmal richtig hinsetzen hier, ey. Abrechnung beigefügt, dringend. Oh, Elektrizitätsrechnung enthalten. Ui, überfällig. Das ist nicht gut. So, ich glaube, da geht's zur Garage, deswegen gehe ich da jetzt mal noch nicht rein. Herr Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar. Ich will einen Tee trinken gehen. Ich habe auch 4 Zeit, bis dann. Danke nochmal für die Hilfe, Max. Achso, das kam jetzt, okay. KP, der Typ... Achso, kein Problem. Der Typ ist ein Arschloch. Ja. An dem ganzen bizarren Achso. Ja. Nach 5 Jahren das erste Mal in Chloes altem Haus zu sein, war wie die ultimative Zeitreise. Manches war offensichtlich anders, manches unverändert. Das Haus roch noch genauso wie damals. Chloes Zimmer war wie eine Explosion ihrer erwachsenen Persönlichkeit. Cool und chaotisch. Und ich konnte sehen, dass sie sauer war. Sie wollte kiffen und chillen, also erkundete ich ihr Zimmer, um zu sehen, worauf sie heute so steht. I'm an another... Was? I'm an other one. Heißt es nicht einfach nur another? Nicht an other? Okay, egal. That's utterly outrageous. Walk off. Okay. Nicht fuck off. Alles klar. Dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und wirkte mir einen dafür rein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich hab's verdient. Sie und Rachel waren besten Freunde geworden und wollten für Ruhm und Reichtum nach Los Angeles abhauen. So, Mann. Rachel bedeutete Chloe sehr viel. Deshalb hat sie die Vermisstenposter aufgehängt. Ich fühlte mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ, in denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max. Chloe ist besessen von Rachel und meinte, sie verschwand, nachdem sie einen tollen Typen getroffen hatte. Wohl ein Psycho aus dem Netz. Chloe wollte etwas rauchen und allein sein. Also ging ich runter, um meine Kamera zu reparieren. Alles klar. The Hill. I'm 18. Okay. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Das sind richtig nice Fotos, ey. Sieht richtig schön aus irgendwie. Love you, Mom. Warum ist eigentlich nie eine Uhrzeit da drauf? Auf den Uhren? Auf allen Uhren eigentlich. Fernseher. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Ich lass den Fernseher jetzt einfach mal an. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Joyce still works at Twowell's Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ja, das Burgers ist immer schön. Twowell's Diner, Hausmannskost. Müsli, Milch, Erdnussbutter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen, Toilettenpapier. Öl und Bananen oder Ölbananen? Es ist und bleibt ein Rätsel. Magazine. Yum, that looks tasty. Ja. I do miss Joyce's cooking. Food Card, Monatsblatt, heiße Reifen, Holzofen, Pizzawagen. Okay. Ah, ich kann noch rausgehen sogar. Cool. Nein, ich wollte noch nicht raus. Ich halt trotzdem raus, okay. I can feel autumn pushing out the summer. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Ach, ein Grab. Katze, bestimmt. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Oh. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now.
Oh Mann, ey. So viele Erinnerungen hier. Hier geht's auch in die Garage. Aber hier komme ich nicht rein, okay. Oh, I loved this swing. William made it just for me and Chloe. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. William war ihr richtiger Dad, ne? Der jetzt ja verstorben ist, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Ich sitze einfach nicht irgendwie... Irgendwie sitze ich nicht richtig hier. Mensch. Ein Fleck. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Mensch, 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 Mensch. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Ah. So, was hat sie gesagt? If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Okay. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Ja, auch Schiffe verfallen mal. I guess they're aging, these books. I should be able to find the tools I need here. Oh. Aber hier rüber komme ich auch in die Garage, ne? Ja, das ist die Tür, die mich nach... Ja, okay, gut. Okay, gut. Aber ich habe immer noch nichts, um diesen Vogel zu saven, ne? Ah, ist jetzt uncool. So, finden wir hier irgendwas. Da ist... Auto. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Meine Stiefvater ist doch der Polizist oder dieser Wachmann aus der Schule, oder nicht? Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Immer schön auf die Apokalypse vorbereiten. Kann ja alles passieren, wie 60 Seconds uns das gelehrt hat, ne? Poor little deer. It's not enough to kill you, they have to display your head. Ich mag sowas nicht. Sieht vielleicht stylisch aus oder so, ich weiß nicht. Nothing. This is so lame. Aber ich würde mir sowas nie aufhängen. Was sind Sachen? Was ist Waffenschrank? Ui. Hm. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Ich denke schon. Yes, score. Und dass ich davon keine Fotos machen kann. Ja, gut, stimmt. Unsere Dings ist ja ein bisschen kaputt. I wonder what's in those files up there. Shit! Butterfingers! Okay, ich guck mir mal eben die Fotos an und dann spule ich zurück. Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Okay, ich glaube, ich lasse das so. Eiskalt, weil es geht um Kate. Ich glaube, ich lasse das wirklich so. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Jetzt hat sie es endlich gecheckt. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. David Mason. Metzen. Was hatten wir? Oh. Boom. Precision screwdrivers. Except I can't reach them. That does not look stable. Und... Yes! That was very smart, dumbass. No can reach. Hey, lass die einfach mal an. Yes, here's some ancient cardboard. Man, I should have done that before they fell. Alles klar. Ja, es ist schon runtergefallen, okay. Zack, nice. Okay, schieben. Überspringen. Einschalten, überspringen. Zack, ziehen.
Yes. Yes. You have mad skills, Max. Easy. Noch ein Fernseher. Das wird Konsequenzen haben, dass ich das aufgemacht habe? What? A map of Blackwell Academy. I wonder why. Platzierung der Kameras. Ah. Okay. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? What? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Alles klar, kann ich das wieder schließen? Ich schließe das mal wieder. Alter Vater, was ist denn mit dem, ey? Ja, du war ein Cracker, ich bin Cracker. Ich bin Cracker. This must belong to Chloe's stepdad. No password. Like it would help me find tools anyway. Schade, dass wir da nichts machen können irgendwie. Oder können wir einfach was eingeben? Warte mal. Benutzen. No password. Like it would help me find tools anyway. Okay, nein, das funktioniert nicht. Ich habe einfach gerade jede Taste gedrückt. Einfach meine Tastatur gehämmert. Das Werkzeug können wir uns jetzt nicht mehr angucken, okay? Ja, warte jetzt. Hä? Die nervt. Gut, ich glaube, jetzt können wir wieder zu Chloe. Weil jetzt haben wir. Achso, das hatten wir schon. Oh. I love that they have the same old answering machine. And there's a message. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you. To stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Okay. Gut, dann können wir jetzt wieder hoch. Und zu Chloe, weil wir haben ja jetzt das Präzisionswerkzeug. Oder können wir die Kamera hier reparieren? Nein, können wir nicht. Aber. Nächste Seite. Hallo, ich erkundete weiter und zog den Paranoia-Hauptgewinn. Ein Überwachungssystem in Chloes Haus mit Kameras im Flur und in einigen Zimmern. Echt unheimlich. Wie paranoid muss man sein, um Kameras in seinem eigenen Haus anzubringen? So wie Chloes Stiefvater, schätze ich. Ich verstehe, warum sie rebelliert. Chloe! Oder Chloe. Chloe. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Okay. Mein Magen knurrt. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn. You're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs,
but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Haben wir mit Warren darüber geredet? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes! Break it down, Max. Yo, turn it off! Turn it off! How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Shit. Now. Please. 1 second! My bra is stuck! I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Open this door! This is going nowhere fast. I better look someplace else. 3 seconds to open the door. 1, 2, 3... Shit! Ich konnte mich nirgends verstecken! What's going on in here? Why is she here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking! She's not a stranger! This is my friend! Great. Another one of your friends. I ordered you to never go through my files. You obviously have. I didn't touch your files, David. I could care less about your files. You care about starting shit, Chloe, and it's getting old. One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth, that's an order. It's not my pot, it's from Max. Is this true? Yeah. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win.
Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Ich hätte die Akten wieder zurückpacken sollen, Alter. Shit, ich dachte, das hat nicht für sowas hier Konsequenzen. Aber gut. Und ich lasse es so. Ich lasse meine Entscheidung so, dass ich es auf mich genommen habe. Speichert gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den Part beenden kann. Das ist der Leuchtturm. Ja, ich lasse den Part noch kurz ein bisschen laufen. Bis ich gleich irgendwie stehe, mich bewegen kann. Puh. Oh, okay. So wie niedlich. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Alles klar, Leute. Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. Ich denke, wir haben gewonnen. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.